So, bin hier irgendwie im Nichts. Im Nichts. Hier vorne ist verbotene Zone. Ist auch ein Zaun. Ja, genau. Also, hier ist die Emscher. Da hinten ist auch ein gelbes Schild. Da. Seht ihr dann? Interessiert noch keinen, die gehen trotzdem alle hier lang. Alle gehen sie hier lang. Gassi gehen. Ich darf nicht, aber mit allen anderen gehen. So, wir sind hier schön am Sportplatz. Und hier Zaun total im Arsch. Gar kein Zaun mehr da, kaputt. Durchgeknipst. Ich will mal gucken, wie weit ich mich hier für mich ungefährdet bewegen kann, ohne direkt wieder zur Kasse gebeten zu werden. Also bislang habe ich nichts getan. Hier kann man ganz normal hergehen, ohne irgendwelche, ja, Zäune, Schilder gab es nicht. Also da hinten sehe ich schon, ist das Tor auch wieder offen zur Emscher hin, zum Landwehrbach, zur Mündung. Also nur mal, um das nochmal klarzustellen, der Betriebsweg ist hier vorne, ne? Hinter dem Zaun. Ich befinde mich also nicht auf Emscher Genossenschaftsgebiet. Weil, hallo, ich weiß, ihr guckt zu. So, und dann kommt man nämlich hier hin. Ich weiß, hier war ich auch schon oft. Ja, ja, ja. Aber ich wollte mal gucken, ob es nicht doch irgendwie möglich ist. Weil hier haben die ja nun mal ein richtig fettes. Hier ist die Feuerwehrzufahrt. Ach, sieh mal an. Die Dinger sind meistens immer frei zugänglich und nicht durch Tore versperrt. Aber hier haben die natürlich auch so ein riesiges, riesen Becken gebaut. Das muss doch möglich sein, da mal einen Blick reinzuwerfen. Nee, leider ein Schmutzfänger drunter. Ja, jawohl. Oder auch nicht. Oh, das sieht aber schlecht aus. Oh, die armen Viecher, guckt euch das mal an. Könnt ihr das erkennen? Alles voller toter Schnecken, weil alle mit Häusern dran. Ganz viele. Wieso steht der Ding denn so unter Wasser hier? Ja, damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Da gucken wir noch mal ein bisschen weiter noch. Landwehrbach. Fünftgrößte Menge, die in den AKE reinfließt. Genau da ist er nämlich. Also, die fünf größten Zuflüsse des AKE sind Berne mit 3,7 Kubikmeter pro Sekunde. Dann kommt der Hüllerbach. Dann der Schwarzbach und dann die Bäue, alle, also Schwarzbach-Bäue, ziemlich knapp beisammen. Gab es ja bei den Pumpwerken, gab es ja so ein schönes, da war ja vorgestern die Besichtigung, da gab es so schöne Tafeln, die da hingen, da konnte man genau gucken und sehen, wie hoch die Abfluss- oder die Aufnahmemengen des AKEs von den jeweiligen Zuläufen sind. Der Landwehrbach kam dann noch da auf Platz 5. Immerhin noch mit fast 1,2 Kubikmeter pro Sekunde. Ah, hier. Nee. Schmutzfänger drunter.
Da ist der abgesperrte Bereich dahinter vom Landwehrbach. Da geht ein Gastgeber, seht ihr den? Schön auf der verbotenen Zone. Da. Aber ist ja nie mein Problem, ne? Nee, hier ist nichts. Da. Da sind noch Schächte. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 7. 7 Stück. Da müssen wir doch fündig werden, oder? Das ist gar nichts. Ja, ja, ja. Nee, das ist nur die Siedlung hier. Schmutzfang. Schmutzfang, das ist eine Pumpe. Irgendwie haben sie den Zaun wohl vergessen hier. Alles Schmutzfänge. Hier müssen wir einen Spagat machen, um dahin zu gehen, machen wir nicht. Wir bleiben schön hier. Ja. Da ist der Gastgeber. Weil da hinten ist das Tor ja wieder offen. An der Straße. Alle Tore übrigens. Alle sind da offen. Eigentlich so wie alle Tore, die ich jetzt hier gesehen habe. Kein einziges war verschlossen. Alle waren offen. 100%. Ach, guck mal, hier ist noch einer versteckt. Nee. Das ist... Hier und hier, da spielt sich das große Spektakel ab. Also die Leute vom Fußballplatz haben auch freien Zugang hier. Ne? Also das, falls einer sagt, wie, was hier, was ist das hier, hier ist auch verboten. Ja, wo denn? Guck mal hier. Da. Seht ihr das? An den Toiletten. Hier sind Zuschauer normalerweise. Also hier ist frei. Freies Feld. Tut das gut, sich mal wieder ein bisschen die Beine zu vertreten. Bei so einem Gelände wie hier. Boah, hört ihr das? Ja. Die Geräusche kommen vom trichterförmigen Wirbelungsschacht vom Landwehrbach, der hier in den AKE, in den Abwasserkanal Emscher reinmündet. Wahrscheinlich stehen wir genau drüber. Einen Schacht. Ach so, ja. Woher ich das weiß mit den Zulaufmengen der jeweiligen Abwasserkanäle, ja dreimal dürft ihr raten. Nur weil die mich da aussperren, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem mit Informationen versorgt werde. Ne? Auch wenn ihre Liste auf was weiß ich, wie viele Personen jetzt noch ausweiten, die sie da nicht mehr reinlassen wollen. Vier sind es ja im Moment, die auf der schwarzen Liste sind. Was soll ich euch dazu noch erzählen? Jedenfalls schade übrigens über alles, ne? Also ich bedauere das ja wirklich. Ich würde ja auch gerne mal so schöne Videos machen, weil muss echt sagen, also einiges hat die EGLV echt gut gemacht. Wir haben uns vor kurzem ja bei unserem Köttelbeckentreffen mal die Mündung von der Emscher genauer angeguckt. Da muss man auch genau gucken, wo man daherläuft. Oder ich zumindest. Aber, also mein Kompliment. Das war... ja, geh mal schön. Erst am Landwehrbach und jetzt an der Emscher. Richtig so. Ich würde es auch machen. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja. Also mein Kompliment jedenfalls. Richtig schön mit den drei Mündungsarmen und der Begrünung der Alm, mit den Kaskaden. Das wird mal ein richtiges
Vogelparadies werden, oder ist es auch jetzt schon. Also das hat richtig, da haben auch alle, nicht nur ich, alle haben uns gesagt, das haben sie gut gemacht. Ich würde auch gerne mal ein Bächen lang gehen, so wie er jetzt gerade zum Beispiel, da hinten. Ja, er, mein Freund, ging ja vorhin am Landwehrbach lang, da würde ich auch gerne lang gehen. Oder an vergleichbaren Bächen, die jetzt nicht kein Abwasser mehr führen. Aber wird mir nur erlaubt vom Zaun aus. Von hinterm Zaun aus. Also nicht so wie die anderen alle, die über 1000 Personen jeden Tag, die ja trotzdem lang gehen und schöne Aufnahmen machen. Gassi gehen, würde ich sagen. Ja, so einige Bereiche sind halt noch eingezäunt, aber da ist gar nichts mehr. Würde ich gerne mal zeigen. Kann ich leider nicht, weil dann könnte ich auch nämlich auch mal sagen hier, wie schön das gemacht wurde. Ja. Ja, so ist das. Da muss es eben so laufen. Das habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht. Es ist, wie es ist, ne? So. Was ist das hier? Das war auch mal ein Zaun. Aber hier bin ich gar nicht hergekommen. Ich habe mich gerade festgequatscht. Ich gehe jetzt den Weg zurück, den ich gekommen bin. So, in dem Sinne.